Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der CeBIT. Ich gehe davon aus, dass die CeBIT ein echter Erfolg wird. Und auf dieser CeBIT sind zahlreiche Start-ups unterwegs, präsentieren ihre Produkte. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir am Ende viele neue Ideen für unser Land auf den Weg bringen können, die unser Land prägen werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserem heutigen Austausch zum Thema Chancen und Herausforderungen für den Start-up-Standort Niedersachsen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen über alle ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir in Niedersachsen so haben, sprechen. Ich würde gerne darauf verweisen, dass wir im Moment ein wahrscheinlich herausragend gutes Wachstum von 2,5% in diesem Jahr erzielen werden. Wir werden voraussichtlich am Ende bei rund 3 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sein. Wir haben einen deutlich gestiegenen Industrieeingang in Deutschland, aber auch in Niedersachsen. Wir haben inzwischen eine Arbeitslosigkeit von 5,4% im letzten Monat. Das ist der beste Wert, den wir seit der deutschen Wiedervereinigung je erreicht haben. Sie sehen also, die neue Große Koalition in Niedersachsen hat innerhalb von etwas mehr als 6 Monaten schon eine ganze Menge auf den Weg bringen können. Aber wir stehen vor großen Herausforderungen. Dazu gehört neben dem Thema Entbürokratisierung, da wäre im Übrigen eine Menge gewonnen. Ich musste gerade in der Fotobox des Standes des Landes Niedersachsen bei der Datenschutzgrundverordnung zustimmen, dass mein Foto weiterverwendet werden darf. Bei mir ist das nicht so problematisch. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und muss damit leben, dass meine Rechte an dem Foto auch weitergegeben werden können. Das Thema Entbürokratisierung wäre ein großes Thema, über das ich trefflich einen ganzen Tag lang streiten ließe. Es wäre viel gewonnen, wenn wir in Deutschland dazu kämen, europäische Gesetzgebung eigentlich nur 1:1 umzusetzen, nicht nur 1:150. Die Datenschutzgrundverordnung mag ein schlechtes Beispiel dafür sein, wo wir möglicherweise deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind, wobei das Ziel an sich ja ein richtiges ist. Ich würde gerne mit Ihnen über den Infrastrukturausbau sprechen in Niedersachsen, über die Frage von Planungs- und Genehmigungszeiten, die in Deutschland gerade für den Mittelstand deutlich zu lang sind. Entweder die Gründung eines Unternehmens oder aber die großen Bauvorhaben, die wir in unserem Bundesland voranbringen. Ich würde gerne mit Ihnen über das Kernthema in Niedersachsen sprechen, Digitalisierung. Wir wollen 1 Milliarde Euro in diesem Bundesland in den Infrastrukturausbau, Breitband als Stichwort, Glasfaserausbau oder aber 5G-Mobilfunkstandard in den nächsten Jahren bis 2025 auf den Weg bringen. Aber in dem Grunde nach möchte ich mit Ihnen über das große Thema Existenzgründung und Start-up-Initiativen und neue Ideen für unser Land sprechen. Und unbestritten ist, dass Gründungen jeglicher Art für unsere Wirtschaft in unserem Bundesland, in Deutschland insgesamt von besonderer Bedeutung sind. Die Dynamik, die Frage des Wohlstands, die Frage der Wohlstandssicherung, all das ist für uns wirtschaftspolitisch hier in Niedersachsen besonders bedeutsam. Und hier müssen wir als Bundesland uns gar nicht verstecken. Wir müssen unser Licht überhaupt nicht unter den berühmten Scheffel stellen. Der Start-up-Monitor 2017 hat für Niedersachsen immerhin 12% der bundesweit identifizierten Start-ups lokalisiert. Niedersachsen ist im bundesweiten Vergleich damit zugegeben hinter Berlin, hinter Nordrhein-Westfalen, hinter Bayern und Baden-Württemberg auf dem 5. Platz. Da ist also noch Luft nach oben. Und wenn Sie die Herausforderungen, die ich nur kurz skizziert habe, gerade eben mit Blick auf die Wirtschaftspolitik allgemein sehen, kommt es am Ende darauf an, dass es gerade in einem Bundesland wie Niedersachsen, wo die Existenzgründungen im letzten Jahr auch noch mal zurückgegangen sind, auch teilweise angesichts der guten konjunkturellen Lage, dass es uns gelingt, Existenzgründer zu begeistern, ihre Verantwortung selber in die Hand zu nehmen, Eigeninitiative zu zeigen. Und deshalb kann ich heute mit ein wenig Stolz sagen, Niedersachsen hat mit 13% heute sogar den größten Zulauf an Start-ups durch überregionale Standortwechsel und liegt quasi gleich auf mit Hamburg, aber immer noch ein wenig hinter Berlin. Das ist eine Momentaufnahme für Deutschland, aber meist werden Start-ups nach dem Studium gegründet. Sie werden ausgegründet aus den Universitäten heraus. Innovative technologische Lösungen aus den Hochschulstandorten. Da ragt im Übrigen eine Universität, deren Entwicklung ich einige Jahre begleiten durfte, durchaus mit heraus, die Leuphana-Universität in Lüneburg. Sie wurde vom Gründungsradar 2017 finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft bei den mittleren Hochschulen als gründerfreundlichste Hochschule
platziert und knapp dahinter Oldenburg. Also zwei Hochschulstandorte in diesem Bundesland in der Spitzengruppe. Das zeigt letztendlich auch die Position dieses Bundeslandes. Wir haben vor einem Jahr eine Start-up-Initiative auf den Weg gebracht. Es geht darum, Start-ups in der sogenannten Seed-Phase durch Acceleratoren, durch Start-up-Zentren, von denen wir inzwischen 8 in Niedersachsen haben, bestmöglich zu fördern, zu betreuen. Es geht darum, Risikokapital bereitzustellen. Es geht auch darum, die Start-up-Szene in unserem Bundesland insgesamt besser zu vernetzen. Dem Grunde nach wünschte ich mir, dass Hannover ein Melting Pot, ein Schmelztiegel wird für Start-ups in Deutschland. Ob uns das mal gelingt, weiß ich nicht. Wir wissen, dass Berlin und Hamburg hier und da immer noch etwas attraktiver erscheinen. Aber Hannover hat vielleicht auch mit der diesjährigen CeBIT neue Maßstäbe gesetzt. Wir arbeiten daran. Wir haben inzwischen 7 Standorte in Niedersachsen mit 8 Gründerzentren, die zu Beginn dieses Jahres ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Sie erhalten die Unterstützung, gerade in der Seed-Phase. Ich habe mir beim Hafen, habe hier in Hannover die durchaus kreativen und kostenlosen Räumlichkeiten, fast ungewöhnliche Räumlichkeiten, bei deren Eröffnung angeschaut. Alle Konzepte sind sehr spezifisch. Sie heben auf die Stärken der jeweiligen Regionen ab. Und insgesamt stellen wir dafür 1,3 Millionen Euro als Anschubfinanzierung seitens des Landes zur Verfügung. Und wir entwickeln das Land quasi visionär anhand dieser regionalen Themen weiter. In Braunschweig wird das Thema Mobilität, Stichwort autonomes Fahren mit Blick auf VW, eine besondere Bedeutung haben. Braunschweig ist die wissensbasierteste Region Deutschlands und hat damit in Niedersachsen gerade beim Thema Mobilität der Zukunft, Smart Cities, Smart Villages, eine besondere Bedeutung. Göttingen als Standort der Universitätsmedizin mit Lebenswissenschaften, mit Medizintechnik, all das, was wir im Rahmen der Digitalisierung mit Bilddatenverarbeitung, Bildbearbeitung oder Übertragung am Ende von Möglichkeiten in der Telemedizin notwendigerweise entwickeln wollen in den nächsten Jahren, wird an diesem Standort bearbeitet. Wir haben zweimal Hannover, Smart Cities hier, ein Mobilitätskonzept auch für den Bereich Hannover, die Venture Villa mit Software und Technologie und Online-Dienstleistungen. In Hildesheim der Bereich der Versicherungswirtschaft in Lüneburg, der Bereich IT und Medienbranche in Oldenburg, der Bereich Energie, Klimaschutz und Gesundheitswirtschaft und zu guter Letzt das Zentrum in Oldenburg mit Agrar, in Osnabrück mit Agrar- und Ernährungswirtschaft. Wir stellen in Niedersachsen Startkapital zur Verfügung in der Seed-Phase für die ersten 7 bis 10 Jahre in unterschiedlichen Größenordnungen bis zu 600.000 Euro. Gefördert wird am Ende der wachstumsbedingte Liquiditätsbedarf. Die Nachfrage nach diesem Programm mit 4 Millionen Euro ausgestattet ist enorm. Wir haben inzwischen ein Volumen von 3 Millionen durch Verträge mit Start-up-Unternehmen bereits belegt. Und wir wollen dieses Programm am Ende ergänzen durch einen weiteren Wagniskapitalfonds in Höhe von 25 Millionen Euro. Wir sind gerade dabei, die Kriterien auf europäischer Ebene, was die Förderfähigkeit und Beihilfefähigkeit betrifft, zu klären. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch dieses als zweiten Wagniskapitalfonds, quasi Seed 2, in Kürze auf den Weg bringen werden. Die Förderrichtlinien sind fertig. Wir haben eine Plattform auf den Weg gebracht. Die eigenen Aktivitäten Niedersachsens werden dort deutschlandweit sichtbar. Und ich glaube, Niedersachsen ist zum ersten Mal jetzt seit einem Jahr mit einem eigenen Stand auf der Hannover, auf der CeBIT und kann sich damit besonders gut präsentieren. Die Resonanz wurde mir gerade von einer Mitarbeiterin erläutert, ist phänomenal gut. Insofern sind wir dort ganz offensichtlich auf einem guten Weg. Und auch die Frage der Kartierung, der interaktiven Karte, wo sind Start-ups in unserem Bundesland, mit denen man sich vernetzen kann, wird kontinuierlich Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Die Hotspot-Szene in Niedersachsen wächst und ich glaube, das ist ein wichtiges, ein gutes Signal. Dazu dient am Ende auch unsere Website. Viele Gründer scheitern am Anfang daran, dass sie in der Gründungsphase kein Einkommen generieren. Wir planen dazu zusätzlich ein Gründungsstipendium von 2 Millionen Euro seitens des Landes. Die haushalterischen Beratungen müssen noch abgeschlossen werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir am Ende im Jahr 2019 dann mit diesem 2 Millionen Euro Programm zusätzlich als Gründungsstipendium starten können. Sie sehen, wir haben in Niedersachsen eine Menge angeschoben. Dieser Weg muss weitergegangen werden und das Ganze ist dann quasi im Sinne von Co-Creation.
Wir wollen gemeinsame Zielgruppenformate entsprechend Ihren Bedürfnissen entwickeln, Ihre Bedarfe abdecken. Und deshalb sind natürlich Ihre Meinungen auch im Wege des Gründungsstipendiums gefragt. Ihre Vorschläge, Ihre Expertengespräche sind für uns besonders wichtig. Deshalb freue ich mich jetzt auf eine gute Diskussion mit wahrlich richtigen Experten. Ich darf das Thema nur nach außen für das Land Niedersachsen als Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung vertreten. Ich weiß aber um die besondere Bedeutung der Start-up-Szene und ich wünschte mir Lust in Niedersachsen, Lust in Deutschland auf Start-up-Initiativen. Und eins möchte ich dabei nicht vergessen zu erwähnen. Man darf in Deutschland, man darf im Leben auch mal scheitern. Es sollte sich auch in unserem Land irgendwann einmal herumgesprochen haben, dass Scheitern nichts ist, was irgendwie ein Makel ist. Wenn man dann wieder aufsteht und sagt, ich mache etwas Neues, meine Idee war nicht so erfolgreich, aber ich habe eine neue Idee. Wir leben von diesen kreativen Köpfen, von den Menschen, die mit tollen Ideen unser Land vorandenken. Darum soll es gehen, mit einer guten Start-up-Initiative Menschen zu ermutigen, diese Chance zu ergreifen. Und wenn es mal nicht klappt, steht das Land auch als Ihr Unterstützer an der Seite. Und wir versuchen hier bestmöglich zu beraten und zu begleiten. Das ist das Ziel guter Wirtschaftspolitik für unser Bundesland. Und dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, mitzumachen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und daraus eine große Welle der Start-ups für unser Bundesland letztendlich anzuschieben. Darum bitte ich Sie, darauf freue ich mich. Und jetzt auf eine gute Diskussion mit den Experten. Ich darf vorweg schon sagen, wie das Leben so spielt. Etwa um 13 Uhr kam heute eine Einladung zur Aufsichtsratssitzung von VW für 16 Uhr. Kurzfristig, aus welchen Gründen auch immer, die Hintergründe kennen wir noch nicht. Man kann auch telefonisch daran teilnehmen. Ich muss sehen, wie ich das übereinander kriege, hier zu diskutieren und gleichzeitig im Aufsichtsrat von VW meinen Verpflichtungen nachzukommen. Insofern bitte ich um Verständnis. Ich werde die Diskussion nicht bis zum Ende mit begleiten können. Mein Abteilungsleiter, Herr Borchers, der für diesen Bereich zuständig ist, wird das dann übernehmen. Aber trotzdem alles Gute, viel Spaß hier in Hannover, tolle Tage bei der CeBIT und wir setzen auf Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Altesmann, bleiben Sie direkt sitzen. Vielen Dank. Ich setze mich mal auf den roten Stuhl. Sehr gerne. Es passt politisch nicht ganz, aber gerne. Da haben Sie ja quasi eine Breaking News gerade noch hier verkündet zu VW. Mal schauen, worum es dann geht. Ich bitte dann die Teilnehmer des Panels auf die Bühne zu. Jonas Lindemann, der ist Geschäftsführer des Hafen, ein Startup-Zentrum. Ja, genau. Komm einfach hoch. Dann Florian Nöll, der Bundesvorsitzende des Deutschen Startup-Verbands. Genau, gerne Applaus. Professor Stephanie Bürkner, Karl von Ossetzky, Universität Oldenburg und Female Entrepreneur Chair. Wolf Görz, der ist Geschäftsführer von Netrox. Ole Harms, der Geschäftsführer von Moja, der VW-Tochter für neue Mobilität. Jetzt ist voll. Genau, jetzt ist voll. Florian, wo ist er? Florian. Ihr macht ja immer diesen Deutschen Startup-Monitor. Und im Deutschen Startup-Monitor 2017 kam heraus, dass die Region Hannover-Oldenburg einer der Gewinner ist tatsächlich mit 110 Startups statt 84 im Jahr davor. Was hat sich wirklich verändert und wie stark ist die Region im Vergleich zu anderen Regionen? Also war das eine der großen Gewinnerregionen oder gibt es andere, die noch deutlich stärker zulegen? Also der große Gewinn war ja auch, dass die Region tatsächlich jetzt dauerhaft sichtbar ist auf der Landkarte der Startup-Region in Deutschland. Und ich glaube, was sich hier verändert ist, dass es Gründerinnen und Gründer gibt und ein paar andere Stakeholder, die das zu ihrem Thema machen, die eben wollen, dass Niedersachsen eine Rolle spielt, dass hier auch Gründungen stattfinden und die Gründer nicht nach Hamburg, München oder Berlin ziehen. Und einige sitzen ja hier auf der Bühne, einige sitzen im Publikum und ich würde sagen, da ist eine gute Grundlage geschaffen, auf der man das aufsetzen kann. Wahrscheinlich auch mit politischer Unterstützung noch mehr erreichen könnte für die Region.
aber ich sehe auch Professor Asghari hier von der TU in Braunschweig. Auch da wird gute Arbeit gemacht. Gerade die Hochschulen sind ja auch dann die Chance, auch für die Flächenländer. Da ist meistens viel vorhanden. Da kommen die Gründer her. 80% der Startup-Gründer sind Akademiker und Akademikerinnen. Und all das sind die Punkte, die am Ende des Tages dazu führen, dass dann Niedersachsen vielleicht nicht nur dauerhaft auf der Landkarte ist, sondern auch mal 150, 200 Startups dann dort vertreten hat und ernsthaft Berlin und anderen auch Konkurrenz macht. Gut, wenn wir nach Berlin jetzt, wenn du Berlin schon erwähnst, ich meine, ein großer Vorteil von Berlin ist ja einfach die Stadt an sich, dass sie einfach Leute anzieht, die da gerne leben wollen. Da ist auch ein bisschen die Frage, wie viel kann die Politik wirklich tun? Also kann die Politik dafür sorgen, dass eine Stadt lebenswert wird, dass da Kultur hinkommt, dass da selbst die Clubszene Teil dieser Anziehungskraft? Naja, also man kann ja erstmal feststellen, dass in Berlin diese Entwicklung passiert ist und noch passiert, hat viele Gründe. Die Politik war keiner davon. Also man hat bis heute in der Berliner Landespolitik nicht verstanden, wie das passieren konnte mit dieser Startup-Szene. Und da muss man dann sagen, wenn das ohne politischen Einfluss schon so erfolgreich werden kann, was passiert denn dann, wenn man Politik hat, die sich dafür begeistert, die sich dafür interessiert und die richtigen Dinge macht? Und da geht es jetzt ja nicht darum, dass man jetzt den nächsten E-Commerce-Standort in Deutschland hervorbringen möchte. Aber wir haben im Startup-Verband zum Beispiel eine sehr aktive Plattform mit Startups im Agrarbereich. Und da gibt es nicht so viele Bundesländer in Deutschland, die das glaubhaft auch vertreten können, das Thema, und dort den Schwerpunkt setzen können. Und das wird dann auch sicherlich in Hamburg oder Berlin da noch keiner nachmachen können, wenn Niedersachsen sagt, wir werden der Standort, der zum Beispiel in diesem AgTech-Bereich führend sein will in Deutschland oder Europa. Also Spezialisierung und ganz klare Fokussierung auf die Hochschulen. Wenn man diese beiden Dinge beherzigt, hat man seine eigene Position schnell gefunden. Stefanie Bürgner, wir haben uns vorhin nicht gesprochen, siezen oder duzen wir uns? Gerne duzen. Gut, du bist ja an der Hochschule für Female Entrepreneurship. Ist ja so, Deutschland ist generell kein Gründerland, kann man sagen. Es gibt hier im Vergleich zu anderen Ländern weniger Gründungen. Liegt es auch an den Hochschulen, dass hier nicht für Gründungen ausgebildet wird? Also ist das ein Faktor, bei dem man ansetzen kann? Ich finde das immer so schwierig, zu sagen, für Gründung ausbilden. Also das Erste, was ich ja mal schaffen muss, ist, Leute für Gründung zu begeistern. Also das eine, was ich brauche, ist tatsächlich so dieses fachliche Wissen. Was ich an den Hochschulen aber vor allen Dingen schaffen muss, ist eine Kultur dessen, dass ich mich ausprobieren darf, dass unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten. Also dass ich wirklich mal Leute zusammenbringe, die einfach mal ganz frei denken können. Denn was ich heute schon weiß, ist das, was ich den Leuten fachlich beibringen kann, das ist in 2-3 Jahren überholt. Also da brauche ich nicht mehr viel mit. Was ich denen heute beibringen muss und was Hochschule heute leisten muss, ist tatsächlich diese Idee, wie kann ich Dinge neu angehen, wie kann ich Dinge anders denken. Und es wird dann immer gesagt, ja, denk aus der Box raus, ja, aber irgendjemand muss auch die Box mal verstehen. Also das, was Hochschule wirklich leisten muss, ist auch insbesondere digitale Kompetenzen mitzubringen, mit denen man dann gestalten kann. Und ich glaube, da ist Hochschule einfach ein ganz wunderbarer Raum, um sich auszuprobieren. Und wenn wir das verstehen und Hochschulen da zusammenbringen, können wir, glaube ich, dann nochmal einen ganz großen Schritt weitergehen. Jonas, du hast dich tatsächlich für Hannover entschieden als Gründungsort für den Hafen. Das ist ein Coworking Space und generell ein Gründungszentrum. Warum? Also nur weil du hier gerne lebst, weil du hierher kommst, oder gab es da tatsächlich noch mehr Gründe dafür? Ja, es war so ein kleiner Kollateralschaden, dass es ausgerechnet in Hannover passiert ist. Es ist schon so, das Gründungsteam kommen aus Hannover, sind teilweise Leute, die zum Studium hierher gekommen sind, und die haben gesagt, uns fehlt hier was. Uns fehlt hier ein Spielplatz, wo wir uns ausprobieren können, wo wir diesen Freiraum haben, eben auch einfach machen zu können. Und daraus sind die Vorgängerprojekte des Hafen entstanden und dann schlussendlich eben auch der Hafen. Vielleicht das noch angemerkt, es ist gar nicht dann auch so ein starkes lokalpatriotisches Thema für uns. Natürlich ist Hannover toll und wichtig für uns als lokales Ökosystem, aber diese Szene des Entrepreneurship, dieser Mindset, den findet man mittlerweile in ganz vielen Städten auf der ganzen Welt. Also ich glaube, es ist so eine internationale Bewegung geworden von Leuten, die ein ähnliches Mindset teilen, und dem fühlen wir uns durchaus hier auf sehr lokaler Ebene dann in Hannover
Hannover eben auch genauso zugehörig wie vielleicht ähnliche Innovation Communities wie der Hafen in Berlin oder aber auch am anderen Ende der Welt in Australien. Aber letztlich war es Zufall und der Standort ist gar nicht so wichtig, wie ich dich verstehe, weil es eh eine internationale Community gibt. Also nee, das würde ich, also der Standort ist wichtig, das haben wir dann ein Stück weit später gemerkt. Okay. Also Hannover ist für uns ein absolut spannender Ort, weil der relativ lange im Dornröschenschlaf war, was das angeht, länger als Berlin zum Beispiel. Und dann haben wir hier eine wunderbare Situation, das ist, haben wir vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren nochmal gemerkt, dass man eben auch sehr starke Weltmarktführer hier vor Ort sitzen hat, als die ihre Hauptsitze hier haben oder in der Region, bis eben in die Fläche in Niedersachsen, die auch gewillt sind, in Richtung Innovation was zu machen und eben mit diesem neuen Entrepreneurial Mindset etwas anfangen können und nach Wegen suchen, wie man das auch für sich nutzen kann. Und das muss man ganz klar sagen, dass die für uns ganz zentrale Partner sind in den verschiedenen Programmen, die wir machen, wie zum Beispiel dem Smart City Hub Accelerator, für den man sich übrigens gerade wieder bewerben kann, wenn ihr Lust habt. Alles klar. Wolf, du hast jetzt die einmalige Chance, du bist ja Geschäftsführer einer GmbH in Osnabrück und du hast ja jetzt die einmalige Chance, hier einen Wunsch zu äußern an den Minister, an den Wirtschaftsminister. Was ist so das, was aus deiner Sicht die Unternehmen am meisten umtreibt? Also wo müsste man als Politik wirklich ansetzen? Naja, wir haben ja schon sehr viele Initiativen, schon auch vor dem, was jetzt mit Invest in Niedersachsen passiert, in Niedersachsen auch gehabt. Der Edelstahl war der Vorgänger vom Hafen. Wir haben einen Coworking Space in Osnabrück schon 2010 auf den Weg gebracht. Aber was wirklich gut ist, ist eben, dass jetzt Herr Minister Althusmann es geschafft hat, die ganzen PS, die wir auch in der ganzen Start-up-Wirtschaft schon auf der Straße haben, zu verknüpfen mit der etablierten Wirtschaft und mit der Politik. Und dass wir jetzt eben Start-up-Beirat in Niedersachsen gebildet haben letztes Jahr und Sie den ins Leben gerufen haben, hat, glaube ich, schon eine Menge vorangebracht, um einfach diesen Schulterschluss auch zu bekommen und auch eine Durchlässigkeit von Informationen und von Investoren, von Möglichkeiten in alle Richtungen dann zu haben. Also momentan bin ich fast wunschlos glücklich, glaube aber, Sie haben gerade vorhin gesagt, es ist noch Luft nach oben. Ja, ich habe vorhin noch ein schönes Gespräch mit unserem NRW-Vertreter vom Startup-Verband gehabt. 500 Millionen Euro sollen da in Startups investiert werden. Das heißt, wir sind im Wettbewerb der Länder, so ähnlich wie im Bildungssystem. Müssen wir da immer gucken, irgendwie, wo können wir da nachziehen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass wir vor allem mit dem Startup-Verband jetzt so eine Achse für Agrar und Food von Berlin bis Osnabrück bilden wollen und vielleicht auch die Konferenzen, auch die wir hier in der Region haben und auch die CeBIT noch mal mehr stärken können und so alles, was in Niedersachsen passiert, eben auch hier dann zusammenbringen einmal im Jahr. Okay, also kann ich zusammenfassen, mehr Geld und die Möglichkeit oder mehr Vernetzung vorantreiben. Ich glaube, wo es uns wirklich noch fehlt, das haben wir in letzter Zeit gemerkt alle, die Investorenszene aus Berlin und auch aus der ganzen Republik hier in Niedersachsen mit Aufmerksamkeit herzubekommen. Und wir haben ein großes Fund, das hat eben Berlin nicht, das habe ich auch gerade aus unserem Agrartechnik-Netzwerk dort vom Startup-Verband mitbekommen, denen fehlen die Kunden. Also das heißt, den Startups, die haben keine Kunden da und keine Partner und den gesamten Mittelstand, was Automotive angeht, Zulieferindustrie, was die Agrartechnik angeht und auch aus anderen Bereichen, haben wir hier alles vor Ort. Und da sind die Wege viel kürzer. Und diese geballte Power, da haben wir einiges voraus, Berlin. Wir sollten uns aber eben nicht in den Wettbewerb da stellen, sondern unsere Alleinstellungsmerkmale da einfach nutzen. Herr Adelsmann, können Sie was zu den künftigen Plänen der Landesregierung sagen, was diese Förderung angeht, was vielleicht in diese Richtung gehen könnte? Gibt es jetzt ein Wettrüsten mit NRW zum Beispiel, was die Startup-Förderung angeht? Na, es wird kein Wettrüsten geben, aber wir sind nun mal ein armes Bundesland, Nordrhein-Westfalen allerdings auch. Insofern spannende Zahl, 500 Millionen im Vergleich jetzt zu den 4 plus 25 plus weitere Förderprogramme. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir die Chancen, die wir industriell und mit Blick auf das produzierende Gewerbe, mit Blick auf die einzelnen Schwerpunkte in Niedersachsen, dass wir die miteinander verknüpfen und für die bereits bestehenden Unternehmen der Industrie, von Stahlunternehmen über den weltgrößten mittelständischen Automobilbauer in Wolfsburg, dass wir als Agrarland Nummer 1 mit Blick auf Lösungen der Zukunft, Smart Farming,
dass wir mit Blick auf den Medizinstandort, wie ich sagte, Telemedizin und weitere Entwicklungen, Biotechnologie, Medizintechnik, dass wir die Erforschungsergebnisse, die an unseren Universitäten entstehen, in praktikable Lösungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Patienten in unserem Bundesland oder Deutschland weit bekommen. Dass wir mit Airbus Premium Aerotech als Luftfahrtstandort, starker Luftfahrtstandort in Deutschland, aus dem zum Beispiel, ich war heute Morgen in Stade, CFK Valley, die neuen Verbundstoffe, die neuen Antriebstechnologien für die Luftfahrt, dass wir das verknüpfen, indem diese Unternehmen im dortigen Kompetenzzentrum, Innovationszentrum zusammenarbeiten mit innovativen Startups, die dort neue Lösungen der Zukunft entwickeln. Dass wir mit Blick auf Agrarwirtschaft, habe ich genannt, Medizin habe ich genannt, mit Blick auf Wissenschaft und Forschung, wir werden jetzt 45 Digitalprofessuren auf den Weg bringen an unseren Universitäten und nutzen das natürlich sehr gezielt, um damit neue Forschungsergebnisse dann auch übertragbar zu machen. Es gibt in Oldenburg die Überlegung, im Bereich der künstlichen Intelligenz ein Zentrum anzusiedeln, zumindest dort eine Forschungsprofessur auf den Weg zu bringen. Das wird ein Riesenthema. Ich war vor 2 Wochen in Europa bei Jean-Claude Juncker. Die Europäische Union erwartet sich vom Thema Digitalisierung innerhalb der nächsten 10 Jahre durch ein 500-Milliarden-Euro-Programm ein zusätzliches wirtschaftliches Wachstum in den einzelnen Ländern Europas, gemessen ungefähr bei 460 Milliarden Euro plus. Man erwartet auch 1,3 Millionen Arbeitsplätze mehr. Das heißt, wir führen ja teilweise auch eine etwas anders gelagerte Diskussion bei dem Thema Digitalisierung. Wir nehmen die Menschen mit, was entsteht in der Arbeitswelt 4.0. Von daher meine Hoffnung, selbst mit einer kleineren Summe als in Nordrhein-Westfalen, eine entsprechende Hebelwirkung aber auszulösen und dann gemeinsam mit unserer N-Bank, mit unseren Fördermöglichkeiten, unseren Förderprogrammen sehr einfach, schlank und unbürokratisch. Das ist ja insbesondere das, woran Existenzgründer am Anfang teilweise verzweifeln oder scheitern, dass sie eine kluge Beratung bekommen. Sie können nicht das gesamte Fachwissen eines Großunternehmens mitbringen, von Steuerfragen bis hin zu sonstigen, aber sie haben die technische Idee. Und wenn es uns das noch gelingt, dann mit Bildung zu verknüpfen, mit unseren Schulen und unseren Hochschulen, Stichwort Informatikunterricht an unseren Schulen als Pflichtfach zukünftig, dann werden wir den technologischen Anschluss nicht verlieren. Machen wir das alles nicht und nutzen wir die vielen klugen Ideen von jungen Unternehmern als Start-up-Initiativen in Ergänzung zu Forschungs- und Innovationsabteilungen, Entwicklungsabteilungen von VW, Salzgitter, Dow und anderen bis zu den Seehäfen. Nutzen wir das nicht, werden wir das, was wir heute als Wohlstand erreicht haben, sehr kontinuierlich in den nächsten Jahren aufgrund der Umwälzung, G7-Gipfel gescheitert, lässt grüßen, Protektionismus, USA lässt grüßen, China, Russland, werden wir das verlieren. Von daher glaube ich einfach, dass es eine Riesenchance ist, mit einer klug angelegten, auch kleineren Start-up-Initiative in Niedersachsen dieses Land zukunftsfest zu machen. Also wird es nicht so viel Geld geben wie in NRW, aber wird es mehr Geld geben als aktuell? Ja, wir haben jetzt eine Legislaturperiode noch von etwa 4,5 Jahren vor uns. Der Wagniskapitalfonds mit 25 Millionen Euro wird auf den Weg gebracht. Wir versuchen, Start-up-Unternehmen zusammenzubringen mit Business Angels. Leuten, die Kapital haben, die nach der klugen Lösung suchen. Ich hatte jetzt bei der Eröffnung der CeBIT, da ist ein junges Unternehmen, Start-up-Unternehmen ausgezeichnet worden. Ich glaube, die werden, nachdem sie sich dort vorgestellt haben, werden die unmittelbar nach der Veranstaltung einen Anruf erhalten haben. Und genau so muss es funktionieren. Kluge, tolle Idee, innovativ, lösungs- und zukunftsorientiert, Digitalisierungstrends, technologische Trends aufnehmend. Und wir haben genügend Investoren, die bereit sind, in solche jungen Startups zu investieren. Da ist das Land nur ein kleiner Teil dessen, was möglich ist. Also diese Acceleratoren, Inkubatoren, Business Angels zusammenzuführen, zu vernetzen, Plattformen zu schaffen des gegenseitigen Austauschens und Helfens und auch im Fall des Scheiterns ebenfalls mit Beratung zur Seite zu stehen und dann wieder Mut zu machen, neu anzufangen. Das ist eine Aufgabe der Landespolitik. Das machen wir und ich sage das mal in diesem Kreis, unterschätzen Sie das nicht, Niedersachsen, ich sage das überall,
Niedersachsen mit 8 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von 288 Milliarden Euro wären wir ein eigenes europäisches Land. An Nummer 13 in ganz Europa. Wir sind größer als die baltischen Staaten, wir sind größer als Tschechien, wir sind größer als Dänemark und einige andere. Wenn wir also hier in diesem Bundesland für Mobilität die klügsten Entwicklungen, autonomes Fahren, Sensorik, Motorik, neue Antriebstechnologien, Konnektivität der Fahrzeuge der Zukunft in Verbindung mit klugen Telematiksystemen in Hannover, in Braunschweig. Wenn wir das alles miteinander verbinden, durch Ideen, die Sie entwickeln und daraus einen Mehrwert machen, dann haben wir die Weichen richtig gestellt. Da will ich mich gerne mit einbringen. Und da habe ich Professor Asghari im Übrigen als einen engen Berater bei mir. Ole, VW wurde gerade genannt. Ihr seid eine VW-Tochter, Moja. Und VW ist ja bekanntermaßen in Wolfsburg beheimatet, was Teil von Niedersachsen ist. Aber Moja hat sich offenbar bewusst nicht für Niedersachsen entschieden, sondern für Hamburg und Berlin als Standorte, soweit ich weiß. Kannst du mal eben ausführen, warum ihr das getan habt? Ja, genau, also grundsätzlich ist die Standortentscheidung natürlich für uns inhaltgetrieben. Ja. Es geht jetzt nicht um so ein Startup-Voodoo, wir müssen in Netzwerke in Berlin oder sonst wo, sondern wir haben ja Moja für einen ganz besonderen Zweck gegründet. Es soll ja ein veritables Standbein des Volkswagen-Konzerns werden und Geschäfte erschließen, wo wir heute noch nicht so aktiv sind. Da brauchen wir bestimmte Kompetenzen, dass zum Beispiel in Berlin einfach Netzwerke, Technologiepartner, die wir da brauchen. Aber wir müssen auch attraktiv sein für Talente. Wir legen sehr viel Wert auf Diversität. Wir haben Leute bei uns aus Indien, aus dem Silicon Valley, die kommen hierher für die Vision, die Zusammenarbeit mit dem Volkswagen-Konzern. Da muss man aber auch ehrlich sagen, die kommen für die Hälfte des Gehalts, was sie im Silicon Valley kriegen würden. Und da kommen sie aber dann nach Berlin, weil sie es einfach cool finden, in Berlin in so einer internationalen Stadt zu leben. Da gibt es die Communities und so weiter. Also Diversität ist ein Thema. Dann ist natürlich das zweite Thema lokales Know-how. Wenn du ein Produkt entwickelst, wie dieses elektrische Gesamtsystem, was wir in Hamburg starten am Ende des Jahres, das musst du vor Ort entwickeln. Du musst einfach die Stadt leben und fühlen und verstehen. Das ist aber kein Plädoyer jetzt für Hamburg und Berlin und alles andere ist sinnlos, sondern es kommt sehr stark auf sehr spezifische Kompetenzen an. Wir werden sehr viel mehr Standorte noch haben in der Zukunft. Wir werden Entwicklungszentren in unterschiedlichen Städten haben, dort, wo wir Partner finden. Wir zum Beispiel bei Moja, und ich glaube, das ist auch relativ neu für so klassische Unternehmen, wir denken an horizontale Partnerschaften. Ja, wir brauchen nicht eine tiefe vertikale Integration. Wir glauben an Technologiepartner. Wir können nicht alles alleine machen. Und auch nochmal, ich möchte da auch mal so ein bisschen die Demystifizierung von Startups. Wir brauchen Firmen, wo Unternehmer ins Risiko gehen. Ja, das kann man auch nicht lehren, sondern das ist eine Einstellungssache. Da braucht es die Rahmenbedingungen, die Ermutigung und dann Leute, die sich richtig reinhauen, um Geschäft zu entwickeln. Das sind dann unsere Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und das dann auch in Hannover. Okay, aber gibt es denn aus deiner Sicht irgendwas, was die Politik in Niedersachsen tun könnte, dass die Rahmenbedingungen besser werden? Oder ist es einfach wirklich so, wie ich eben gesagt habe, dass Berlin einfach aus anderen Gründen so ein Melting Pot geworden ist, dass es einfach so anziehend wirkt, dass man eigentlich als Niedersachsen-Landesregierung auch nicht wirklich was tun kann dafür? Nee, also das würde ich definitiv als absolut falsch sehen, weil ich glaube eher, dass Standorte unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Profile haben werden. Wir hatten das vorhin am Beispiel Agrar. Ja, hier gibt es ganz andere Kompetenzen, die sprachen an, autonomes Fahren, Braunschweig und so weiter, Technische Universität. Es können ja nicht alle nach Berlin und Hamburg ziehen. Ja? Also ziehen jetzt schon 50.000 Leute, nicht nur Startups, nach Berlin jedes Jahr. Das wird langsam ein bisschen eng. Und ich glaube, das geht eher darum, einen Rahmen zu schaffen, gerade so Gesetzgebung, in unserem Fall Mobilität, wir kennen das Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrs und so weiter, da könnte man sicherlich noch einen Rahmen finden, der ein bisschen fortschrittlicher ist. Ansonsten wird, glaube ich, schon viel getan und nochmal, ich werde ja auch immer gefragt, auch bei uns intern, ja, wie ist denn das mit den Startups? Und da ist natürlich so eine Hypewelle gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt 5 Leute in den Coworking Space setze und dann haben die eine gute Zeit. Sondern es geht darum, dass die Leute selbst ins Risiko gehen, etwas aufbauen, von dem sie überzeugt sind, kämpfen, für Investoren werben, ja, Mitarbeiter werben. Und das geht nicht nur in den beiden großen Städten, sondern das muss sogar breitflächiger gehen. Wir müssen eine Gründernation werden und davon sind wir schon noch weit weg. Das ist ein Mentalitätswandel. Gerne erwidern, ja. Ich muss mich leider verabschieden. Ach so.
Berlin ist arm und sexy, aber Niedersachsen ist nicht ganz so arm, aber trotzdem cool. Und wenn sich das ein wenig mehr rumsprechen würde, auch die Landeshauptstadt Hannover, unterschätzen wir das nicht. Berlin ist so ein Schmelztiegel, Berlin ist für manche Weltstadt, ist aber auch sehr unruhig. In Niedersachsen hat man auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und hier kann man kluge Forschungsideen auf den Weg bringen. Wir sind halt cooler als die anderen. Deshalb muss Niedersachsen mindestens mit Berlin und Hamburg irgendwann mal gleichziehen. Da wollen wir hin, mit der unterschiedlich regionalen Vielfalt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Abteilungsleiter Herr Borchers wird jetzt meinen Platz einnehmen. Ich verabschiede mich. Tut mir leid. Manchmal spielt das Leben einen Strich durch die Planung. Vielen Dank. Tschüss. Florian, wie realistisch ist das, dass Niedersachsen mal mit Berlin aufschließt? Was würdest du sagen? Du bist ja selber auch, du sitzt ja in Berlin, also der Startup-Verband sitzt in Berlin. Wie ist da so insgesamt der Blick auch auf Niedersachsen? Naja, ich bin ja Nordrhein-Westfale in Berlin, von daher einigermaßen neutral und in meiner Rolle eh unabhängig. Es geht doch gar nicht ums Aufschließen, sondern es geht darum, seine eigene Rolle zu finden. Und das ist natürlich jetzt auch, eigentlich ist der Termin des Ministers jetzt ein schönes Beispiel dafür für den Spagat. Kümmert man sich jetzt, wie viel Zeit verwendet man auf die Arbeitsplätze, die schon da sind und die Firmen, die da sind und wie viel auf die noch entstehen müssen? Und möglicherweise ist es aber auch nur auf dem ersten Blick ein Widerspruch, dass er jetzt in den Aufsichtsrat geht und nicht mit den Startups weiter diskutiert, weil meine Feststellung ist, dass wir auch an der falschen Stelle diskutieren. Kommen jetzt 25 Millionen aus Steuergeldern für Venture Capital in Niedersachsen und 500, die Zahl muss ich selbst nochmal validieren, in NRW und 1 Milliarde im Bund. Wir werden aus Steuermitteln nicht die Lücke schließen können, die wir haben und das Geld auftreiben können. Keine Regierung eines Landes oder des im Bund möchte so viel Geld in die Hand nehmen, dass wir 70, 75, 80 Milliarden Dollar Lücke schließen, die wir zu den USA oder China haben jedes Jahr. Das werden wir nur schaffen, wenn wir privates Kapital mobilisieren. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der Minister jetzt als ein Thema mit in so einen Aufsichtsrat nimmt, dass sich eben die Industrie viel stärker engagieren muss. Weil auch bei allem Respekt für das Engagement, was auch hier gerade vorgestellt wird, mein Eindruck ist, dass viele Vorstandsvorsitzende der größten Firmen nicht verstanden haben, dass es neben unabhängiger Forschung, Konzernforschung mittlerweile eine dritte Innovationsachse gibt. Und das sind eben Startups. Und das zeigt sich einfach auch an den Investitionsvolumina und an den mangelnden Investitionsvolumina, wo meistens die Venture Capital Investitionen selbst großzügig gerechnet mit den Akquisitionsvolumina irgendwo im kleinen einstelligen Prozentbereich der F&E-Leistung der Konzerne sind. Und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass es eigentlich kein Unternehmen weltweit gibt, in der Riege der wertvollsten Firmen der Welt, dass es geschafft hat, aus eigener Kraft sich ständig zu erneuern und da oben zu bleiben, dann halte ich das für eine falsche Strategie. Und es ist kein Zufall, dass Google, Amazon und Facebook die größten M&A-Abteilungen der Welt unterhalten und ständig zukaufen, weil sie wissen, dass sie diese externe Innovation brauchen. Und deshalb kann politischer Einfluss sein, dass man 25 Millionen Euro oder 50 Millionen Steuermittel investiert. Es kann aber auch sein, dass man sagt, wir müssen jetzt Wege finden, um privates Kapital zu mobilisieren. Und das liegt zum Beispiel auch in Niedersachsen in der Industrie, dem Mittelstand. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch Andreas Pinkwart in NRW versucht und deswegen so eine Summe zustande kommt. Das heißt, da sind auch private Mittel mit dabei wahrscheinlich. Das wissen wir jetzt nicht, gell? Niemand von aus NRW hier dabei. Aber mein Business ist ja so dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Wir haben das Ökosystem im Silicon Valley ist ja schon vor Jahrzehnten entstanden. Da gab es ja mal das Militär, was irgendwie HP groß gemacht, was Intel groß gemacht hat. Diese Leute haben viel Geld verdient damals, auch durch Staatsaufträge erstmal, und haben dann reinvestiert in weitere Gründungen. Und so ein bisschen ist ja die Frage, wo klemmt es mehr? Ist es mehr, dass hier die Gründungen fehlen, die auch das Kapital anziehen? Also ich meine, es ist ja schon so, dass jetzt auch mal Index Ventures hier vorbeikommt, zumindest nach Berlin, und sich da mal anschaut, was da entstanden ist. Also fehlt auch vielleicht einfach so ein bisschen noch, fehlen auch noch die richtigen Gründungen in Deutschland, die das große Kapital anziehen. Oder ist es wirklich so, dass das Kapital eigentlich erstmal da sein muss? Also wenn wir uns jetzt eine Liste nehmen der größten Finanzierungsrunden des ersten Halbjahres weltweit, dann taucht mindestens ein deutsches Startup auf.
Auto 1 ja. mit seinen 400 Millionen Dollar von der Softbank. Auch in Berlin. Also auch in Berlin, aber die Aussage ist erstmal, wir haben Köpfe, die genauso fähig sind zu gründen, wie die Kollegen das in Kalifornien machen oder in Asien. Diese Köpfe sind in der Lage, ähnlich große Finanzierungsrunden zu stemmen. Und es ist die Frage, warum wachsen wir nicht so schnell? Und dann sind wir natürlich dann doch bei regulatorischen Fragen. Und auch da kann sich ein Land sicherlich positionieren, warum testen rund 100 Unternehmen etablierte, auch deutsche etablierte Autohersteller, aber auch neue Marktteilnehmer in Kalifornien, selbstfahrende Autos und nicht in Niedersachsen. Das ist eine strategische Fragestellung, die man natürlich jetzt auch in der politischen Historie beantworten kann, bei der man nach meiner Auffassung aber darauf kommt, dass politische Fehlentscheidungen getroffen wurden und man zu zaghaft war an der Stelle. Und ich weiß, dass Dorothee Bär möchte, dass das erste Lufttaxi in Bayern fliegt. Man wird sie daran messen, auch ein Stück weit, ob sie das hinbekommt. Und dennoch ist das eine politische, muss das eine politisch gewollte Entscheidung sein, dass man sagt, wir sind Innovationsstandort. Und das kann von mir aus auch der selbstfahrende Trecker sein auf dem Feld, wenn das das Steckenpferd des Landes ist. Aber es muss halt gemacht werden. Und es ist damit dann viel mehr und auch eigentlich viel tiefgehender, was man machen muss, als dass man ein paar Millionen in einen Fonds legt und denen investiert. Ich will trotzdem nochmal auf die Gründermentalität zurück, Stefan. Du beschäftigst dich ja ganz viel mit Gründern und vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wer sind die Leute, die gründen und warum gibt es davon in Deutschland so wenige? Also sind wir eine Nation, die die Sicherheit liebt? Ich meine, wir haben eine sehr gut laufende Wirtschaft. Das ist sicherlich auch immer so ein Faktor, dass man einfach gerade sehr, sehr bequem als junger Mensch in Angestelltenverhältnisse kommt, wenn man studiert hat. Aber was treibt die Leute, die wirklich gründen? Zum einen, ich beschäftige mich mit Gründern und Gründerinnen. Ja. Das einfach nochmal. Das ist, ich hau da immer so drauf rum, ich weiß das, ne? Aber wir haben wieder eine Gründerplattform und keine Gründungsplattform. Das macht schon einen Unterschied. Und ich würde Sie tatsächlich alle bitten, da so ein bisschen Ihren Blind Spot mal zu triggern. Wann sage ich das tatsächlich? Weil bei den jungen Leuten kommt es anders an. Im Englischen merkt man das nicht so, im Deutschen merkt man das schon. Gründungsmentalität, ich werde immer ganz viel gefragt, wenn ich unterrichte, diese Frage, Entrepreneurs are born or made. Ich sage immer ganz klar, die sind geboren, aber halt jeder von uns ist dazu geboren, zu gründen, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Es kommt immer darauf an, ob er sich irgendwo wiederfindet, wo er das ausprobieren kann und wo er die Möglichkeit findet, ich fand das vorhin ganz wichtig, einfach mal auch einen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Also ich bin inzwischen schon dafür verschrien, dass ich Pippi Langstrumpf immer zitiere, aber die hat gesagt, das habe ich noch niemals gemacht, bin ich absolut sicher, dass ich das kann. Und wenn ich so da rangehe, dann probiere ich es halt aus. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich mich entscheiden, lerne ich das oder suche ich mir jemanden im Team, der das kann. Und diese Haltung fehlt uns ein bisschen, weil das auch eine Haltung ist, die bei uns im Bildungssystem überhaupt nicht gelebt wird. Von ganz klein angefangen im Kindergarten bis ganz hoch. Also wir müssen diese Idee, was ist Bildung, was ist Erfolg von Bildung, umdenken. Und da fehlt meiner Meinung nach auch ganz viel Geld, wie wir umswitchen können, wie wir unternehmerisches Denken und Handeln nicht als einfach, was jemand mal mit Glück studiert machen kann, sondern das ist etwas, was ich als Lernhaltung mit durchdringen kann. Weil wenn es um Transformation geht und alle reden immer Digitalisierung, digitale Transformation, dann ist das mit und für die Gesellschaft und dann brauchen wir jeden, der da draußen lernt, um das kippen zu können. Und da spielt weibliches Unternehmertum eine ganz große Rolle, wenn ich mir anschaue, also ich mache viel aus der Sicht der feministischen Ökonomik, wo halt produzierendes Gewerbe ja ein Teil ist, aber dieses reproduzierende Gewerbe, wo ganz viel Musik tatsächlich drin ist, auch für die Start-up-Szene, also im Medizinbereich, im Bildungsbereich, im Care-Bereich, da ist Niedersachsen total gut und da haben wir super gute, insbesondere Unternehmerinnen, die da Transformation betreiben und wenn wir die mal zusammenbringen, können wir, glaube ich, Vorbilder schaffen, weil ich glaube, Mentalität ist vor allen Dingen eine Frage von, sehe ich jemanden, der das schon macht? Und im Moment ist das so ein Hype von super Startup-Frau, die alles schafft, mit dem super Startup-Mann, die auch noch parallel Kinder haben und das alles alleine schaffen, ja mein Gott, das schafft keiner. Ne? Also wir brauchen einfach mal ein realistisches Bild davon, wie man Unternehmertum betreibt und nicht nur dieses gehypte, sondern Hands-on-Unternehmertum, womit man wirklich was bewegt. Und das kann Niedersachsen. Das hat Niedersachsen schon immer gemacht. Wir haben einen ganz starken Mittelstand. Wenn wir das mit Bildung verknüpfen und davon mehr von Talenten sprechen als von Gründungskompetenzen, können wir, glaube ich, über Bildung viel bewegen. Uli, ich muss jetzt mal ein bisschen gemein sein und dich zu deinem Mutterkonzern befragen. Und zwar, also wenn jetzt so ein gescheiterter Gründer sich bei VW bewirbt, meinst du, der hat Chancen oder wird der immer noch zu sehr auf einen geraden Lebenslauf geachtet? Und hat sich der vielleicht auch was verändert? Ja,
Also ich glaube, dass alleine der Fakt, dass es Moja gibt, das zeigt halt schon, dass da ziemlich viel passiert ist. Ich glaube, 5 Jahre zurück hätte es das nicht gegeben. Wir werden immer so genannt, wir sind das Startup des Volkswagen-Konzerns, was Quatsch ist. Wir sind kein Startup, wir bedienen uns der Startup-Methoden. Wir kaufen auch dazu, wir stellen auch gerne Gründer ein, sowohl erfolgreiche als auch schon ein paar Mal gescheiterte, weil uns das natürlich interessiert, dieses Learning. Das ist aber bei so einem Großkonzern wie Volkswagen mittlerweile auch schon relativ breit Common Sense, ja, dass man wirklich jetzt, da geht es schon eher noch so in das Thema, was ich nicht nur bei uns, sondern bei den ganzen Corporates, bei den großen Unternehmen sehe, da gibt es noch viel so diesen Startup-Voodoo, ja, also aus dieser Zeit auch, Mensch, wir brauchen Startups, ja, warum, ja, ist egal, aber die sind so innovativ, ja, und ich glaube, da kommt jetzt mehr Sachlichkeit rein in den letzten Jahren und ich glaube, dieses Fail Early, ja, probier Sachen aus, mach einen Fehler, steh wieder auf, renn, ich glaube, das ist mittlerweile sogar eine Kompetenz, die gesucht wird. Hier, wenn man mal Karrierestände von den verschiedenen Konzernmarken geht, ich glaube, da stehen Leute, die sehr adaptiv sind für das. Also ich habe mal gehört, dass tatsächlich Ingenieure beispielsweise, die ein Startup gegründet haben, gescheitert sind, kein Problem haben, in auch Großkonzerne zu kommen, ist sogar eher gewollt. Aber ein BWLer zum Beispiel, der gründet, wird dann schon wieder, und dann scheitert, wird schon eher wieder kritisch betrachtet. Ich glaube, da wird auch noch so ein bisschen unterschieden, je nachdem, also Ingenieure sind so sehr gesucht, natürlich auch Programmierer und ähnliches. Und vielleicht hat's auch, denken die Leute an denen nicht so sehr gelegen, weil sie ja die Zahlen nicht im Blick hatten, sondern halt eher programmiert haben oder ihre Technik gemacht haben. Bemerkst du auch noch Unterschiede zwischen diesen Gruppen? Naja, ich glaube, es ist immer sehr einzelfallspezifisch. Ne? Ich glaube, nicht jeder Gründer ist gleich wie ein anderer. Ja? Da gibt es auch welche, die haben vielleicht was gegründet und sagen, Mensch, ich mache jetzt auch eine Internetplattform und irgendwas, ja, und Plattformökonomie und Netzwerkgedanken und dann war es nicht so nachhaltig. Da kann natürlich auch Gründe drin liegen. Das andere ist natürlich, was ich mich schon frage, warum ein Gründer sich dann bei einem Konzern bewirbt, um eine Fachkarriere in einer Abteilung irgendwo zu führen. Da würde ich schon eher mal hinterfragen und würde sagen, Mensch, du hast doch gegründet und jetzt willst du hier bei uns anfangen, was ist denn da los? Also ich denke eher, dass Firmen wie unsere eher die Heimat sind für Gründer. Okay, also ein kleiner Recruiting-Aufruf sozusagen. Wolf, du als Vertreter eines KMU, wie siehst du das? Auf was achtest du, wenn du Leute einstellst? Also würdest du einen gescheiterten Gründer einstellen? Hast du schon einen eingestellt? Ja, also ich sehe ja hier sogar ein paar aus dem eigenen Unternehmen. Also erstmal muss man natürlich gucken, wen braucht man. Wir sind sehr, sehr viele Technologen, also sehr, sehr viele Informatiker bei uns. Da kommt es erstmal auf die Kompetenz an, eben, dass die wirklich richtig gut in der Entwicklung sind und dass die auch Bock haben, den ganzen Weg mit einem mitzugehen und die nächsten Jahre eben auch sich auf was committen können, dass wir eben halt mit unserer Firma dann auch an bestimmten Punkten landen und die Plattformen, die wir bauen, dann eben auch fertig bekommen. Mir fällt aber noch was anderes zu ein. Als wir die Start-up-Zentren in Niedersachsen, als wir diese Initiative mit dem Beirat angegangen sind, da sind wir ja eben als Vertreter des Beirats auch ausgesendet worden, die richtigen Unternehmen zu finden, die da eben sich auch daran beteiligen. Und sehe auch hier einen Unternehmer, der jetzt mittlerweile richtig groß dahinter steht und das Accelerator-Projekt in Osnabrück eben treibt. Und alle diese Unternehmer haben mich gefragt am Anfang, was haben wir eigentlich davon? Da habe ich immer gesagt, ja, aber was könnt ihr denn verlieren? Wenn ihr da 100.000 Euro oder 50.000 Euro in jeden Accelerator reinsteckt, dann habt ihr mindestens eine Sache. Entweder ihr werdet super erfolgreich mit dem Startup oder ihr könnt eine Technologie ausprobieren mit einer Lean-Startup-Methode und recht schnell erkennen, ist das am Markt erfolgreich, stehen da Leute hinter, dann habt ihr auch das perfekte Gründerteam da gleich für. Und wenn es komplett scheitert, dann habt ihr Leute mit einem Gründergen, habt ihr im eigenen Unternehmen und könnt die dann eben da reinziehen und die werden euch sicherlich so schnell nicht mehr verlassen. Und ich glaube einfach irgendwie, es braucht noch mehr Scouting, wo eben Leute mit so einem Gründergen sind. Und die müssen wir hier irgendwie nach Niedersachsen holen und die müssen wir auch schon früh in den Schulen und in den Hochschulen erkennen. Ich habe mir genau dafür heute Morgen noch eine wissenschaftliche angeguckt, die dieses Gründergen im eigenen Unternehmen rausfiltern soll. Wer ist dafür geeignet? Und dann haben wir alle was davon. Und dann ist das wie mit so einem Sales-Trichter. Wir kippen einfach ganz viel um rein und dann werden schon die richtigen guten Leute dann unten mal rauskommen. Und ich hoffe natürlich, dass davon auch viele bei uns im Unternehmen landen und bleiben. Stefan, dir bluten wahrscheinlich jetzt die Ohren, weil wir beide die ganze Zeit Gründer wieder gesagt haben, ne? Und nicht Gründerinnen.
aber wie ist denn aktuell die Situation? Also das kann Florian vielleicht auch sagen, ihr macht ja immer diesen deutschen Startup-Monitor und da gibt es ja, das ist zwar nicht komplett repräsentativ, aber da gibt es ja auch die Erhebung, wie viele der also Startup-Gründungen sind von Frauen gegründet worden, wie viele von Männern. Wie ist da der aktuelle Stand? Ich glaube, es hat sich nur minimal verbessert. Also, kann ja gar nicht repräsentativ sein, weil man dafür die Grundgesamtheit kennen könnte, ja. Wissen müsste. Aber 2000 Startups, die da antworten, bei schätzungsweise 8000, geben schon einen guten Überblick. Ja, knapp 15% sind es im Augenblick und wir haben ja tatsächlich heute Morgen auf der gleichen Bühne den ersten Female Founder Monitor vorgestellt. Von daher, wer nachlesen möchte, wie es Gründerinnen konkret geht, also rein Gründerinnen-Teams versus gemischten Teams versus rein männlichen Teams, der kann das jetzt zum ersten Mal tun und das ist auch für uns so jetzt der Meilenstein gewesen, um noch besser zu verstehen, warum eigentlich das so wenig Gründerinnen sind. Es gibt da einige Theorien, die wir schon vorher hatten. Manche Dinge sind offensichtlich, wenn 40% unserer Startup-Gründerinnen und Gründer MINT-Absolventen sind und keine Frauen Ingenieurwesen studieren und Informatik, dann fehlen die halt auch schon bei den Startup-Gründern. Wenn 80% unserer Gründerinnen und Gründer Akademiker sind und im Schnitt Anfang 30 und die deutsche Akademikerin mit Anfang 30 im Schnitt statistisch ihr erstes Kind bekommt, dann müssen wir uns eben fragen, kann man Unternehmensgründung und Familiengründung unter einen Hut bringen? Und ganz klar auch mit der Politik sprechen an der Stelle, weil es nicht so einfach ist. Der Angestellte, der gibt eine Seite ab, wenn er Elterngeld beantragt, der Selbstständige einen Aktenordner. Das zeigt schon, dass da einiges zu Ungunsten von Unternehmern läuft und das tragen dann natürlich meistens die Schultern der Frauen eher als die der Männer. Deswegen, wir sind jetzt bei knapp 15%. Ich habe Zahlen gehört von der laufenden Befragung, dass der Trend, den wir jetzt seit 4 Jahren sehen, scheinbar weiterhin positiv ist. Das wäre schön, aber wir sind ja weit davon entfernt, dass wir uns darauf ausruhen können. Meine Meinung ist ja immer, dass es keine Raketenwissenschaft ist, ein Startup zu gründen. Und wenn es das wäre, dann könnten das Frauen besser als wir. Immerhin haben uns Frauen zum Mond gebracht. Man konnte das ja auch in den Kinos sehen letztes Jahr mit den Rocket Girls. Frauen waren die ersten Programmiererinnen. Auch in den 60er, 70er Jahren war das ganz normal. Und wir haben da einiges falsch gemacht scheinbar in den letzten 30 Jahren. Nicht nur in Deutschland. Die Zahlen sind ja überall so schlecht, auch im Silicon Valley und auch in Tel Aviv ist es nicht besser. Ja, interessanterweise nicht zum Beispiel im Iran oder so. Also so komplett andere Kulturen, aber ja. Ja, da muss man sich natürlich die Datenbasis auch angucken und was ist wirklich dann tatsächlich ein Startup, was dann bewertet wird. Weil in dem Moment, wo man von der Startup-Definition weggeht und jetzt das, die normale Existenzgründung vergleicht, dann haben wir natürlich völlig andere Zahlen und zumindest bei den Nebenerwerbsgründungen fast das gleiche Verhältnis von Gründerinnen und Gründern in Deutschland. Aber wir reden ja über Tech-Gründung, ich meine jetzt Startups. MINT-Fächer. Dass sie MINT-Fächer studieren, das wird so, ja. Deutlich höher lernen. Wie gesagt, ein Aspekt, warum wir so schlecht dastehen. Stephanie, hast du einen konkreten Wunsch an Herrn Borchers, was er mitbringen soll ins Ministerium, dass es da vielleicht vorangeht bei diesem Thema? Also gerade, es gibt ja das neue Gründungsstipendium. Ich bin schon ganz froh, dass das anders heißt. Das ist schon ganz super. Die sind leider immer sehr starr. Also die geben immer sehr vor, was finanziert werden kann. Also wenn das wirklich ein Stipendium wäre, dann könnte ich das dafür nutzen, wofür ich es brauche. Und das ist halt für die eine Frau ein Prototyp und für die andere ist es halt gerade mal eine Kinderbetreuung auf der nächsten großen Convention. Die sind zu fix und die sind auch festgelegt auf bestimmte Bereiche. Was mir einfach da nochmal wichtig ist, nochmal herauszustellen, wo wir einfach in Niedersachsen unglaublich gut sind schon, ist, dass wir, wenn wir jetzt das umdenken, gleichzeitig immer versuchen, diese Transformation bei Digitalisierung auch geschlechtsneutral zu denken. Weil es ist immer eine Frage, muss ich mehr Geschlecht reinbringen oder rausbringen? Ich muss ja gar nicht immer von Gründer und Gründerinnen sprechen, sondern ich muss von Gründungstalenten sprechen, die wir da draußen alle fördern wollen. Und die können in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Und was wir einfach feststellen, und da fasse ich mich jetzt auch kurz, du nickst schon, ist, dass diese Idee der Transformation im Wertversprechen, gerade bei Techpreneurs, ich hauptsächlich bei Frauen finde, weil die eine andere Idee haben und dadurch finde ich die häufig in den Statistiken noch nicht. Also wir müssen umdenken, wie wir die in die Statistik aufnehmen und vor allen Dingen aber auch umdenken, was wir als erfolgreiches Unternehmertum verstehen, weil die Definition, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr maskulin geprägt und da finden die sich nicht wieder und dann machen wir das nicht. Meine Erfahrung aus allem, wie wir im Moment versuchen, sowohl Unternehmertum wie MINT-Initiativen bei jungen Frauen zu initiieren, stelle ich immer wieder fest, wenn ich sie fürs Unternehmertum begeister, wollen die von sich aus Physik studieren, weil sie es dann einfach machen wollen. Also wenn die eine Idee haben, wollen die auch machen können.
können. Andersrum ist es schwieriger, weil wenn ich eine hochqualifizierte Physikerin habe, die fasst sich am Kopf, warum sie nicht zum Corporate gehen soll, da kriegt die alles. Also da wird die mit, werden dir die Füße geküsst. Ne? Dann wäre sie schön blöd, warum sie Unternehmertum in unserem Land machen soll. Sondern da muss ich zusehen, dass sie die Ideen haben und diese intrinsische Motivation haben, ich will dieses MINT-Fach lernen, weil ich das brauche, um das zu machen, wo ich Bock zu habe. Ich glaube, wir müssen so rum die Geschichte drehen. Und da kann Politik viel helfen, indem sie in Bildung entsprechend investiert. Herr Borchers wollte darauf antworten, genau. Ja, genau. Speziell auf das Stichwort, wie wollen wir unser Gründerstipendium konzipieren? Da haben wir uns tatsächlich schon auch sehr, sehr konkrete Gedanken gemacht und da ist für uns klar, wir werden es nicht daran orientieren, an dem Ziel, es muss unbedingt ein Prototyp oder gerade so ein technischer oder MINT-Prototyp sein, der damit rauskommen muss, sondern unser Ziel ist schlichtweg, die Gründerinnen, Gründer, die Teams müssen überzeugen mit ihrer Idee und das Ziel muss sein, in der Zeit des Stipendiums von dieser Idee zu einem sehr guten, belastbaren Businessplan auch mit entsprechenden systematischen Coaching zu kommen und ich glaube, damit sind wir völlig offen und unser Ziel bei dem Stipendium ist schlichtweg, mit dem Stipendium für die Finanzierung des Lebensunterhalts zu sorgen. Und zwar vergleichbar entweder auf dem studentischen Niveau, wenn es um Studierende geht, oder eben auf, ich sag mal, dem Niveau von Berufsanfängerinnen und Anfängern, die ja oft dann schon sozusagen in einer vielleicht etwas anderen Familienphase drinstecken und einen höheren Finanzbedarf haben. Und da machen wir uns sozusagen völlig thematisch und auch technisch unabhängig. Das ist unser Ziel. Und das war insbesondere auch unser Fokus, weil wir gesagt haben, wir wollen mit unserem Stipendium eine Lücke füllen. Wir wollen nicht einfach die bestehenden Exist-Möglichkeiten zum Beispiel ersetzen, sondern wir wollen uns mit dem Stipendium anderen Zielgruppen öffnen und denen auch einen direkten Weg in die Gründung mit einer guten finanziellen Basis ermöglichen und das für 8 Monate. Das sind die Eckpunkte, die wir bisher entwickelt haben. Jonas, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, ganz spannender Punkt, der da angesprochen wird. Ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen einzufangen, was hier so in der Runde hin und her ging. Also vorhin ging es um das Gründergehen, was du auch nochmal angesprochen hast. Das zählt für mich genau da rein. Also wir, das, was ihr in der Forschung erlebt, im universitären Kontext erlebt, ist, dass dieses Gründergehen offensichtlich nicht genügend Leuten eingepflanzt ist. Ich bin da vollkommen deiner Meinung, dieses Gehen haben alle Leute. Und ich glaube, wir machen im Moment grundlegend was falsch, was den Zugang zu den Mitteln angeht, die man braucht, um eben Entrepreneurin oder Entrepreneur überhaupt sein zu können. Wir tun das Beste dafür, dass wir es den Leuten austreiben, tatsächlich auch in dem gesamten Bildungssystem, nach bestimmten Kriterien immer nur zu entscheiden und nicht einfach mal auszuprobieren. Und das sind eigentlich die Gründe dafür, warum es so ein Projekt wie den Hafen jetzt auch überhaupt nur geben kann. Wir nehmen uns sozusagen diese ursprüngliche Idee dieses geschützten Raumes, den es mal an Universitäten, glaube ich, gab. Ich habe selbst nicht erlebt, indem man einfach ausprobieren kann, indem man auch Zugang hat zu allen diesen Werkzeugen, das zu machen. Und ich glaube, dass das Gründerstipendium, um da jetzt wieder anzuschließen, ein Baustein ist, dass man erstmal eine bedingungsloses Einkommen hat. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, die ich jetzt gerade damit aufmache, aber das ist einer dieser Bausteine und dann eben aber auch den Zugang zu haben zu den Werkstätten. Also wenn man sich das anschaut, wie wir, wenn wir Motivation und Wissen als Ressource verstehen, wie stiefmütterlich wir mit diesen Ressourcen in Deutschland umgehen. Ich habe da nicht so einen guten Einblick in andere Länder. Ich glaube, dass aber auch andere Industrieländer genau dasselbe Problem haben. Dann meine ich, müssen wir uns vor allen Dingen darum kümmern und da muss ich dann auch dem Minister ein bisschen widersprechen, der Zugang zu diesem Wissen und auch eine gewisse Kompetenz darin zu entwickeln, wie man Wissen erlangt, wie man ausprobiert, ist für mich wichtiger als jetzt verpflichtend Programmierklassen einzurichten. Da fühle ich mich eher diesem Gedanken zu gehörig, dass wir eben den Leuten den Zugang, das Enabling geben müssen, dass sie sich selbst dieses Wissen aneignen können, um dann einfach loszulegen. Und ein ganz großer Teil dieser Leute wird scheitern, das wissen wir. Ich weiß nicht, Stephanus steht da zum Beispiel. Hallo Stephanus. Das Startup von Stephanus hat es, das erste gibt es schon nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt gerade der dritte Name, den sie da haben. Und das zeigt aber ganz, ganz anschaulich, was da eigentlich passiert. Man probiert aus, man legt los, man probiert sich auch selber aus, findet dann was über sich selbst raus, findet aber auch was über die Kunden raus und am Ende kommt man ganz woanders eben an. Und diesen Spielraum, den können sich wirklich nur eine sehr exklusive Gruppe, immer noch eine sehr exklusive Gruppe von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
erlauben. Und so ein Gründerstipendium kann einen Teil dazu beitragen, aber eben auch der Zugang zu Infrastruktur, Forschungseinrichtungen, was auch immer, Teilchenbeschleunigern für alle, glaube ich, würde uns da ein gutes Stück voranbringen. Also ich darf mal zusammenfassen, das Gründergehen haben wir alle, da seid ihr euch einig. Wir müssen den Mut haben zu gründen. Wir können auch in Niedersachsen gründen, das geht nicht nur in Berlin und Hamburg, auch wenn es da gewisse Vorzüge gibt, aber trotzdem auch in Niedersachsen entstehen erfolgreiche Startups. Und aber ein bisschen mehr Sicherheit sozusagen von der Politik in Form eines Gründungsstipendiums ist hilfreich, dass man einfach weiß, man kann vielleicht zum Beispiel die Miete erstmal bezahlen und erstmal loslegen und muss sich nicht noch um darum auch noch mitkümmern. Ich danke euch allen für die Teilnahme. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.